Ich bin auch da, hallo. Und Patrick? Patrick? Was? Ich höre es aus gegen Wolfsburg halt. 6:2 sag ich schon. 6:2 sagt er. Er ist so vertieft in dieses komische Spiel. Was spielst du da überhaupt? Strategie. Also 6:2. Bin ich auch gespannt. Bist du aufnehmen von mir? Aber du warst nicht hier, ja, doch, war die Christoph! Oh.
Also es steht 2-0, aber irgendwie keine Ahnung, ich suche keinen Schein. Auch da nicht so wirklich. Das ist sehr komisch. Das wird überprüft, aber... Okay, das Tor wurde zurückgenommen. Und warum? Abseits. Ah ja, alles klar. Weiter geht's. Oh mein Gott. Liebe Fußballfreunde, kurz vor der Halbzeit. Das Tor für unser BSC. Neuer Spielstand. Hoffe. 1. Wolfsburg. 0. Zuspiel von der Nummer 27 von André. Torschütze, unser Mann mit der 14. Danke an Christoph. So, auf geht's, zweite Halbzeit. Es wurden ein paar Leute ausgewechselt. Ich hoffe, er sagt es gleich. Ich bin, weiß nicht mehr wer. Elfmeter. Es wurde 5 Minuten später erst entschieden. Das war schon ein Vorspiel für uns wieder. Und dann sagt, ey, guck mal, Elfmeter. Also. Jo. Oh! Warum hält ihr den denn? Oh nein. Schade. Niederlagen bei uns. 1000 aber, ja. Aber warum? Ich meine, gegen Leverkusen haben wir ein gutes Spiel gemacht, gegen Bayern auch, jetzt das und gegen Freiburg, das, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Als ob das verschiedene Mannschaften wären. So, nächstes Spiel gegen Bayern. Also nächstes Heimspiel. Freut ihr euch schon drauf?
Ja, brutal. Ah, ich glaube, ich hab ein Ding, Mann. Ich kann nicht. Ich kann erst in 2 Wochen. Ah, jetzt, wo du einen Wadenkrampf hast. Ah, schon mal. Okay. Nein. Also ich gebe dem Verein kein Geld. Deswegen gehen wir jetzt straight zum Auto. Genau. Straight. Also. Wiedersehen, reingehauen. Ja, gibt's nichts mehr zu sagen. Nein. Günther. Hallo. Okay, gut, dann. Tschüss. Tschüss.